Kapitel 1 Kalter Stein. Die Halbeterner zog die kalte Brise des Nordreichs in ihre Lungen. Wie Messer schnitten sie in ihre Atemwege. Während ihr Blick über die verschneiten Felsen wanderte, entließ sie die Luft wieder aus ihrem Gefängnis. Das Ausatmen wandelte sich in ein melancholisches Seufzen. Sie hatte den Seelenschinder hinab in die Tiefen der Eisenfeuerhallen geworfen. Ihr Gewissen hätte frei sein müssen. Doch die ganzen Eindrücke der letzten Zeit hatten einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Um sich abzulenken, hatte Sanaa die Zitadelle der Schatten verlassen und war etwas umhergestreift. Hinter ihr schlich eine Spur aus ihren Fußabdrücken. Aufgrund ihrer schweren Rüstung sank sie beächtlich in den flockigen Schnee des Morgens ein. Ein schleierhafter Dunst lag über der Landschaft und nahm ihr ein wenig die Sicht. Dennoch fand sie in der Kühle des anbrechenden Tages etwas Entspannung. Wieder wurde sie von der Einöde ihrer Gedanken verschlungen, als die Platten ihres Harnisches ein dumpfes metallisches Geräusch von sich gaben. Sie war nun ein Schattengott. Narazul floss nun ebenfalls im Mahlstrom der Zeit, seine Stimme immer noch in ihren Ohren widerhallend. Ihre türkisfarbenen Augen flogen gen Himmel. Es war bewölkt, wie fast immer im Nordreich. Vereinzelt fiel ein wenig Schnee, doch sonst verharrte alles in Ruhe. Das Gleichgewicht war gestört worden, die Schattenseite war zu mächtig. Sie wollte sich nicht ausmalen, was noch alles geschehen würde. Nachdem Sana ein letztes Mal die Umgebung überblickt hatte, schickte sie sich an, umzukehren. Zurück in die steinernen Hallen der Zitadelle. Die kalten Wände verströmten eine enorme Macht. Einzig ein Schattengott durfte diese uralten Gemäuer betreten. Sanaa ging trotz ihrer Rüstungen im geschmeidigen Schritt den Gang hinauf, passte die Stufen ab und stand letztlich vor ihrem Thron. Massiver Stein, unverziert, nicht mehr als eine solche ausgebohrte Dunkelheit verdient hätte. Die Eterne nahm ihren Magierschlechter und ließ sein Ende mit einem lauten Krachen zu Boden fallen. Die elegant geschwungene Schneide schimmerte rot in dem gedämpften Licht der Feuerwand, ebenso ihre sonst so klaren Augen. Sie fand auf ihrem Thron Platz, ihre furchteinflößende Waffe an dessen Armlehne stehend. Sanaa blickte auf. Die Halle war bis auf ein paar Statuen, die ihr Gesellschaft leisteten, komplett leer. Das Reich der Schatten war einsam. Wieder seufzte sie. Ein Bild von Kim, welcher mit dem Gesicht in einer Lache seines eigenen Blutes lag, zuckte vor ihrem inneren Auge auf. Hätte sie sich nicht im letzten Moment gefasst, wäre ihr beinahe ein Schluchzen entwichen, doch sie musste sich damit zurechtfinden. Ihr spitzes Ohr zuckte, aufgrund der Erinnerung an sein »Ich liebe dich«, was er in den letzten Augenblicken seines Lebens gesprochen hatte. Nur für sie und niemanden sonst. Ein Stechen traf sie in ihrem Herzen, und indem sie ihre Hand auf das frostige, schwarze Eisen ihrer Rüstung legte, versuchte sie es zu unterdrücken. Ein vergeblicher Versuch, sich damit abzufinden, dass es nun niemanden mehr in ihrem Leben gab. Ihre Gedanken gingen zu dem Tag zurück, an dem sie diesen Brief bekam. Der Brief, welcher all dies mit sich gebracht hatte. Schlussendlich riss sie sich von diesen bedrückenden Trauerliedern los. Sie sehnte sich nach dem Mittelreich, Erotin in seiner Pracht, wie die Sonne auf ihrer Haut tanzte, um zum Anbruch der Nacht hinter dem Horizont zu verschwinden und am Morgen wieder hinter den Bergen hervorzukommen. Das Rauschen der Wellen und das Schlagen der Brandung an den gewaltigen Stützen der Brücke. Ein schwaches Lächeln huschte über ihr Gesicht, nur kurz, aber genug, um den Sturm ihrer Gefühle zu ersticken. Sie würde sich an Arkt wenden. Er konnte sie verstehen, gleichermaßen einsam, verfügend über die größte Macht Wünns. Wohl wissend, dass diese nicht von Bedeutung war, ohne jemanden, den man beschützen konnte.